Ja, und das sind im Grunde unsere ersten Aufgaben. Wir müssen uns zum Südland begeben und dort Roland aufsuchen oder Roland, einen getreuen Vasallen von Gladstone, der den Rubin der Wahrheit in seiner Verwahrung hat. Was genau dieser Rubin bringt, das werden wir auch noch herausfinden. Wichtig ist nur, dass König Richard ihn erstmal, ja, in Sicherheit wähnen kann. Außerdem hat er noch etwas weiteres benannt, und zwar den magischen Atlas. Dieser magische Atlas ist für unsere Reise von unschätzbarem Wert und deswegen werden wir uns ihn jetzt erstmal holen. Wir haben außerdem noch einen anderen Charakter kennengelernt, das ist Dawn, die Mystikerin von Gladstone, auch ein sehr interessanter Charakter. Und jetzt werden wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Richards Great-Grandfather Ludwig. Der übrigens in diesem Spiel keinerlei Relevanz hat. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir können uns hier ein paar Bilder angucken vielleicht. Was ist das denn hier? The early Talamari were mounted warriors. Die Talamari. Das sind übrigens. Es ist übrigens ein sehr wichtiger Orden innerhalb des Spiels, der ja eigentlich nicht wirklich nahe benannt wird. Und auch die Geschichte, die Hintergrundgeschichte von Scotia, dem Antagonisten des Spiels, wird nicht richtig aufgeklärt in diesem Spiel. Ich kann euch dazu aber später noch ein bisschen was erzählen, damit ihr nicht, ja, auf dem Trockenen sitzt. Wir haben hier übrigens ein Schloss und hier lernt man ein neues Handlungselement kennen. Man kann Bibliotheksschlüssel nutzen, um die Tür zu öffnen und jetzt hier reinzugehen. Wir sehen jetzt verschiedene Bücher, die alle irgendwas erzählen. Deswegen werden wir jetzt erstmal nach und nach uns alle anhören. And so it came to pass that the ancient people of Gladstone, having discovered a method of controlling the magics, rose unto power amongst the barbarous tribes of the great wasteland. Okay, klingt gut. Magie für sich nutzbar zu machen, ist immer was Nettes. For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. Wow, ein wahrer Philosoph. Was haben wir hier? Never drink from underground waters. These will corrupt the heart and taint the mind. Many a twisted soul met its fate through unwise drinking. Also ich werde diese Warnung beherzigen, diese armen Seelen. Dann muss der magische Atlas das hier sein. The Magic Atlas. Da ist der magische Atlas und ihr habt wahrscheinlich schon erraten, was der magische Atlas sein könnte. Es ist eine Map und diese Map wird uns durch das ganze Spiel begleiten. Wir werden gleich mal sehen, wie die aufgebaut ist, indem wir hier jetzt ein bisschen herumrennen. Müsste eigentlich alles, was wir hier erkunden, direkt auf den magischen Atlas übertragen werden. Wir können einmal hier so ein bisschen hin und her gehen und feststellen, dass es übertragen wurde. Wir sehen hier verschiedene, also hier ist die Legende aufgezeichnet. Wir sehen hier besondere Orte, zum Beispiel den Brunnen, Jarens Amtsstube, Victors Waffen, Nathaniel. Wir sehen Nischen. Das waren hier zum Beispiel die Bücher. Wir sehen Türen und wir sehen Knöpfe, mit denen wir verschiedene Sachen innerhalb der Spielwelt ja öffnen können, umstellen können, so und so weiter. Wir sollen uns jetzt zur Amtsstube von Jaren aufmachen, weil er uns ein Schriftstück ausstellen will. Ein Schriftstück, das besagt, dass wir Oh, den Hafen it's benutzen you. dürfen. The impending storm attracts all you would-be heroes. Now, I suppose you want your writ. Look, even the beasts seek shelter. Mir ist so, als hätte ich diesen Vogel schon mal irgendwo gesehen, Jaren. Aber mir fällt gerade nicht ein, wo. Euch mag auch übrigens aufgefallen sein, dass dieser Typ verdammt ekelhaft ist. Das ist ein absolutes Arschloch. Vor König Richard war er noch nett zu uns und jetzt nennt er uns Möchtegern Abenteurer und dabei sind wir die Hoffnung von Gladstone. Und sobald wir hier irgendwas anklicken wollen, Use your own maps. Those are mine. wird er verdammt cocky. If I want you to touch something of mine, I'll ask you. Wie wär's mit etwas Salbe, Jaren? Why would I want that? Naja, du kannst es dir zum Beispiel über dein hässliches Gesicht schmieren, damit ich es nicht mehr mit ansehen muss. Was ist, wenn wir den Vogel anklicken? Gar nichts. Einige von euch mögen vielleicht schon wissen, dass das wahrscheinlich Scotia ist. Und sie jetzt schon in der Burg ist. Aber gut, es kann auch einfach nur ein ganz normaler Vogel sein. What are you waiting for? Be gone. Ist ja gut, Jaren. Ich gehe ja schon. If you need help, mayhap that rascal Timothy is at the Grey Eagle. Und das ist ein hervorragender Hinweis, denn Timothy wird uns sicher gute Dienste leisten und einen
ja, guter Gefährte sein. Er ist im Grauen Adler zu finden und der Grauen Adler ist eine Gaststätte im Südland. Wir werden uns jetzt erstmal aber zum Nordlandwald begeben und mal gucken, was wir da so erkunden können. Das ist sozusagen die erste oberirdische, ja, das erste oberirdische Gebiet in diesem Spiel. Die Wache ist auch schon beiseite geschritten, auf das wir, ja, Gladstone verlassen können. Dieses Spiel hat absolut epische Musik, wie ich finde. Und auch die Grafik ist sehr schön für seine Zeit. Sie war besser als die der Konkurrenten. Das waren im Prinzip Eye of the Beholder und Dungeon Master. Also es gibt viele verschiedene Dungeon Crawler, die ähnlich waren wie Lands of Lore. Aber Lands of Lore ist grafisch gesehen das Beste von ihnen. So, wir werden jetzt hier erstmal ein paar Sachen aufsammeln und uns durch diesen Wald bewegen. Hier steht auch nochmal der Name des Gebiets, es ist der Nordlandwald. Und hier haben wir Gladstone. Es gibt aber noch andere Gebiete in diesem kleinen Wald zu erkunden. Und wir haben auch da schon unseren ersten Gegner. Das ist ein wilder Eber. Und der wilde Eber hat 26 Lebenspunkte. Das ist relativ viel. Zumindest für den Anfang. Ihr seht, dass Kieran gerade 4 Schaden gemacht hat. Wir müssen mal so ein bisschen ausweichen. 9 Schaden und schon ist er tot. Sehr schön. Die erste Stufe unseres Spark-Zaubers, den ihr eben gerade gesehen habt, der macht, glaube ich, soweit ich weiß, 7 Schaden. Und die weiteren Angriffe haben dann eben dafür gesorgt, dass wir den Eber eigentlich relativ leicht platt machen konnten. Was ist hier? No time to make mud pies now. Okay. Und was ist um diese Ecke? Oh, ein erstes besonderes Gebiet, mit dem wir aber aktuell nicht viel anfangen können. Lake Dread is much too cold for swimming this time of year. Dann sollten wir vielleicht auch nicht in den Schaudersee gehen. Lake Dread is much too cold for swimming this time of year. Und wir gehen weg. Hin und wieder hat man mal so Astlöcher hier. Hier zum Beispiel. Und manchmal ist da halt was drin und deswegen sollte man darauf auch absolut achten und immer genau gucken, was ist hier in der Spielumgebung zu sehen. Kann ich es irgendwie für mich nutzbar machen? Hier hat man zum Beispiel ein kleines Nest. The nest is empty. Das ist aber jetzt auch leer. Diese Dolche, die wir jetzt finden, kann man auch als, ja, Fernkampfwaffen benutzen, wie ihr seht. Wenn man ein bisschen weggeht und sie vor sich hinschleudert. Das macht auch Schaden. Er steigert Kierans Gauner-Fähigkeit. Unsere Zauberpunkte regenerieren sich gerade nach und nach. Das ist ganz gut. Auf dass wir dann in den nächsten Kampf gehen können. Was haben wir hier? Oh, auch ganz wichtig. The nest is empty. Ein ganz wichtiges Gebiet, zu dem wir jetzt auch noch keinen Zugang haben. Das kommt später erst. Wir sehen aber auf der Map schon, dass es sich um die Drarakel-Höhle handelt. Und das Drarakel, das habt ihr auch schon gehört, wenn ihr aufgepasst habt bei Lore of the Lands, dann wisst ihr, was das Drarakel ist. Ein sehr mysteriöser Charakter, zu dem wir auch noch einiges an Hintergrundinformationen bekommen werden. So, wir sind jetzt hier so eine kleine Runde gegangen. Es geht aber hier vorne noch weiter. Und da steht schon einer. Seht ihr ihn? Da vorne. Worauf wartet er wohl? Will er mich etwa erpressen? Will er Geld von mir? Wir werden es herausfinden. Hey, you. I'm taking your money. Okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir geben ihm unser Geld, wir bluffen oder wir kämpfen. Wir werden natürlich kämpfen, denn ich werde diesem Schlappschwanz nicht mein Geld geben. Das ist ein Vagabund oder ein Wegelagerer. Der hat 20 Lebenspunkte, ist also schwächer als der Eber. Und deswegen werden wir ihn auch taken. Angriff. You won't get my money without a fight. Okay, und damit er nicht direkt losschlägt, werden wir jetzt mal ein bisschen weggehen. Hoffen, dass er kommt. Haut er gerade ab. Er hat wohl schon festgestellt, dass er wahrscheinlich uns hoffnungslos unterlegen ist. Ja, ihr seht, das verletzt ihn. Wir können auch die Steine werfen, können auch Magie anwenden und ihn so langsam, aber sicher dahin raffen. Verdammt. Ja, man merkt hier, dass Kieran relativ wenig Schutz hat. Der hat schon sich eine blutige Nase geholt. Aber das werden wir hinkriegen, indem wir rasten. Sie schlagen ihr Lager auf und legen sich zur Ruhe. Je mehr Trefferpunkte und je mehr Zauberpunkte wir haben, desto mehr oder je länger dauert auch die Rast. So, jetzt haben wir hier noch einen abgenutzten Dolch, den wir eben benutzt haben. Den brauchen wir aber definitiv. Ja, wir können jetzt mal eben speichern. Denn hier kommt ein Encounter, der nicht ganz so leicht ist, wie der eben mit dem Vagabund. Gucken wir uns das Ganze mal an, hier um die Ecke. Why are thugs guarding that cave?
Naja, warum wird die Höhle wohl von Banditen bewacht? Weil sich dort vielleicht Schätze aufhalten. Wir haben hier zwei Vagabunden sogar. Und das sind im Prinzip die, von den Stats her müssten es die gleichen sein wie der eben. Wir haben hier die Möglichkeit zu schleichen. Schleichen bedeutet in diesem Fall, dass wir um sie herumschleichen und in die Höhle gehen. Wir können dann diesem Kampf erstmal entgehen. Später, wenn wir die Höhle erkundet haben, fallen sie uns aber in den Rücken und wir kommen nicht mehr aus der Höhle raus, ohne sie zu besiegen. Das ist eine verdammt schlechte Ausgangslage. Deswegen ist Schleichen blöd. Weggehen können wir auch, dann verlassen wir dieses Gebiet einfach, aber wir wollen ja in die Höhle. Und deswegen müssen wir die Banditen angreifen. Dann haben wir wenigstens die Chance, das Kampfareal frei zu wählen und das ist dann eben der Wald. Wir werden es mal versuchen. Hey, get out of here! Dürfte nicht allzu leicht sein, denn die kommen direkt zu zweit auf einen zugestürmt und irgendwie hat der Angriff gerade nicht wirklich funktioniert. Der aber schon. Auch der hat funktioniert. Wie wär's mal mit einem Magieangriff? Ja. Sehr schön. Und jetzt wird's schon schwierig. Jetzt wird's schon schwierig. Sehr schwierig sogar. Das ist verdammt blöd. Weil sie uns jetzt nämlich gerade umzingelt haben. Aber der ist tot. Jetzt werde ich mich mal eben hier aufmachen und uns ein paar Dolche klauen. Die ich direkt als Waffe benutze. Ja, stöhne nur. Du wirst sterben. Und Magie. Ja, und dieser große Bluttropfen hat uns schon verraten, dass er tödlich getroffen wurde. Und auch dieser Encounter ging zu unseren Gunsten aus. Und da vorne ist ein Eber. Das ist verdammt schlecht. Das ist verdammt schlecht, dass da vorne ein Eber ist. Ich dachte eigentlich, es gibt in diesem kurzen kleinen Level, dem Nordlandwald, nur einen Eber. Aber offenbar gibt es noch einen zweiten. Das überrascht mich. Aber gut, mehr Erfahrungspunkte für uns. Das ist übrigens das einzige Gebiet, in dem es den Eber gibt. Und auch das einzige Gebiet, in dem es Vagabunden gibt. Das heißt, diese Gegnertypen werden wir im ganzen Spiel nicht nochmal sehen. Wir werden jetzt rasten. Übrigens kann uns während der Rast auch ein feindliches Monster, das sich in der Nähe befindet, überraschen und uns aufwachen lassen. Dann wird die Rast unterbrochen und wir müssen erstmal dieses Monster besiegen, bevor wir die Rast fortsetzen können. Wir können nun unbehelligt in die Höhle gehen. Und das ist der erste kleine Mini-Dungeon in diesem Spiel. Ihr könnt feststellen, dass es relativ dunkel hier ist. Aber, ja, diesem Problem werden wir gleich Herr werden. Wir werden jetzt hier einen Schalter betätigen, der auch hier auf der Map angezeigt wird. Auch eine absolut coole Musik. Und da haben wir das nächste Interface-Element. Eine Lampe, die wir auch übrigens mit Öl hin und wieder mal befüllen müssen. Damit wir eben, ja, ausreichende Sicht haben in Dungeons. Jetzt haben wir hier ein zerrissenes Hemd. Das zerrissene Hemd ist deutlich schwächer als unser anderes Hemd. Aber was heißt deutlich? Auf jeden Fall ein bisschen. Und auch der abgenutzte Dolch ist übrigens viel schwächer. Das sieht man hier ganz gut. Deswegen werden wir damit eigentlich nichts anfangen können, außer es zu verkaufen. Hier haben wir auch noch ein weiteres Gameplay-Element, und zwar Druckplatten. Druckplatten werden auf der Map angezeigt. Und zwar so. Und sind meistens dafür da, Türen zu verschließen oder sonst was. Wenn wir diesen Stein von dieser Druckplatte nehmen, passiert nichts. Wenn wir jetzt hier aber Steine drauflegen, wird hier ein Gang freigelegt. Das heißt, diese Platte muss nicht aktiviert sein und diese ja. Wir haben außerdem hier, das kann man auch auf der Minimap, auf der Map sehen, einen Knopf. Und den drücken wir doch jetzt mal. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Schlüssel. Sagst du irgendwas dazu, Kieran? Nein, offenbar will er nichts dazu sagen. Okay. Dieser Schlüssel ist wichtig, wie ihr euch sicher denken könnt. Was haben wir hier? Ja, rubbish. Okay. Was haben wir hier? There are silver coins in here. Zwei Beutel. Zwei Münzen, da freust du dich aber. Ja, rubbish. Okay. There are silver coins in here. Sehr gut, okay. Wir können zurückgehen. Und haben jetzt hier, wie gesagt, noch diese Ecke, die wir erkunden müssen. Ansonsten gibt das Banditenversteck eigentlich nicht mehr viel mehr her. So, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben eine weitere Druckplatte. Wenn wir auf die treten, dann wird da hinten der Gang geöffnet. Allerdings auch direkt wieder verschlossen. Was machen wir denn da? Wir haben hier einen Knopf. Wir haben hier einen Knopf.
Und jetzt haben wir hier einen Knopf. Und schon ist die Tür offen. Und hier haben wir eine Truhe. Locked. Eine Truhe, die verschlossen ist. Aber wir haben ja den Tadadam, Banditenschlüssel. Und der funktioniert auch. Was haben wir in dieser Truhe? Einen Dietrich. Lustig, dass in einer verschlossenen Truhe ein Dietrich ist, mit dem wir im weiteren Spielverlauf viele, viele Truhen öffnen werden und auch Türen und damit im Gauner-Level aufsteigen. Das, wie ihr seht, schon ein bisschen ja, fortgeschrittener ist und auch das Kämpfer ist einiges fortgeschrittener und Magier so ein bisschen. Ein Bezellbecher, der sehr wichtig ist. Bezellbecher sind im Grunde dafür da, einen Charakter komplett zu heilen. Und je nachdem, wie viele Edelsteine hier eingesetzt sind, so viele Ladungen habt ihr dann mit dem Bezellbecher. Also dieser Bezellbecher ist relativ schwach, weil er nur eine Ladung hat. Hier haben wir eine Salbe, ist auch ganz wichtig, für die, die wir verbraucht haben. 10 Crowns. Und 10 Kronen. Empty. Ansonsten ist diese Truhe leer. Ja, und damit können wir im Grunde schon zurückkehren. Aus der Banditenhöhle heraus. Steine sollte man vielleicht aufbewahren erstmal, weil man damit eben Druckplatten und anderes aktivieren kann. Manchmal muss man die Steine auch schleudern, um irgendwelche weit entfernten Schalter zu drücken. Und das werden wir hin und wieder mal brauchen. Bevor wir jetzt den Nordlandwald noch näher erkunden, werden wir uns jetzt erstmal zurück begeben nach Gladstone. Nachdem ich diesen Schwarm aufgenommen habe. The nest is empty. Mit diesem Schwarm kann man im Grunde übrigens, wenn man ihn benutzt, Bienen auf den Gegner hetzen. Oh, da haben wir übrigens Aloe aufgehoben. Deswegen lohnt es sich, Astlöcher zu untersuchen. Aber das werden wir nicht tun, weil Schwärme 25 Gold bringen. You may pass. Tadadam, wir dürfen passieren. Das ist ja nett. Gehen wir zu Victor. You again. Come to see Victor. Aber klar, ich hab's doch angekündigt. Nimmst du übrigens diese McDonald's-Gutscheine? Du siehst nicht begeistert aus. Dann nimm diesen Schwarm. You need for sale that? Okay, my friend. 25 crown. 25 Gold ist verdammt gut. Den nächsten. You need for sale that? Oh ja, und auch den will ich verkaufen. You need for sale that? Okay, my. Ich brauche auch das zerrissene Hemd nicht. You need for sale that? Ich werde die Dolche vielleicht nochmal behalten, zumindest, na, zumindest einen. Fine work. Fine work. Ihr werdet feststellen, dass wir nun genug Gold haben, um uns die stärkste Waffe zu kaufen, die Victor in seinem Arsenal hat, das Langschwert. Excellent weapon. 125 Gramm. Nun, das ist eine Waffe. Tschüss, Victor. You again come visit. No? Oh doch, das werde ich, mein Freund, das werde ich. Erstmal legen wir unsere neu gewonnene Waffe an und guckt mal, wir haben Stärke statt 11, 19. Das ist ein großer Sprung. Der Sprung ist nicht so groß, wie er zum Beispiel bei Michael wäre, weil er von Grund auf natürlich einen stärkeren Bonus auf seine Waffen hat. Aber es ist für Kieran auf jeden Fall schon eine enorme Erleichterung in der Zukunft, dieses Langschwert zu besitzen. Wir werden dieses Langschwert, ja, benutzen. Oh, wichtig, wichtig. Hmm. What would a beautiful young woman be doing on a road like this? Excuse me, lad. Are you with King Richard? I need to get into the keep and I have forgotten the password. May I go in with you? I'm sorry, miss, but these are dangerous times. Timid fool. I will not forget you. Oh mein Gott. Das war Scotia. Unsere erste Begegnung mit ihr und sie merkt sich schon unser Gesicht. Mann, sind wir famous in den Lands. Naja, und wir haben jetzt mittlerweile eigentlich mehr oder weniger die Bestätigung, dass sie der Vogel war, denn sie hat sich auch gerade wieder in ihn verwandelt. Ich frage mich aber, warum sie jetzt unbedingt versucht, die Losung herauszufinden, wenn sie eh so in die Burg kommt. Ja, also ich bin der Meinung, wir sollten vielleicht mal in die Burg zurückgehen und Gladstone warnen. Ich meine, wir haben Scotia gesehen. Da muss doch irgendwer reagieren auf uns. What a formidable fortress. Na, vielleicht bald nicht mehr, wenn Scotia hier Rampage geht. You may pass. Will uns vielleicht irgendwer zuhören? Jaren. Why are you back here so soon? The king will be most displeased. I have just seen Scotia. She turned into a bird and flew away.
What? The king sends you on an important task, and you return here telling stories, while security will never let her in. Hallo? Das ist sie vielleicht wahrscheinlich sogar schon und sie sitzt wahrscheinlich eigentlich gerade neben dir und guckt dich böse an. Wahrscheinlich wird sie dir ein Auge auspicken. Aber gut, du schlägst meine Warnung in den Wind. Ich gebe dir diesen Stein. Why would I want that? Okay, offenbar willst du diesen Stein nicht. Not return without the ruby. Puh, Jaren will nicht auf uns hören, vielleicht einer von den anderen. Did you forget something? They say the ruby and the shard are the only means of opposing the nether mask. They say the ruby and okay, offenbar kann ich nicht mit Nathaniel reden. Schade. Farewell then. Sagt Victor vielleicht noch irgendwas dazu? You again come to see Victor. Auch Victor sagt nichts. You have a thing to sell Victor? Na gut, okay, dann müssen wir uns wohl damit zufrieden geben, dass bei denen nichts mehr zu holen ist. Mir war eigentlich so, als wenn sie auch darauf reagieren würden. Zumindest habe ich das in einem meiner älteren Spieldurchläufen festgestellt, aber irgendwie ist es gerade nicht so. Das ist aber nicht so wild. Ja, wir haben eigentlich den Nordland-Dschungel damit. Nordland-Dschungel, Nordland-Wald. Dschungel würde ich das jetzt nicht nennen. Also wir haben den Nordland-Wald damit eigentlich abgeschlossen und haben jetzt hier nur noch ein Gebiet. Und das ist ein Hafen. This must be the marina. Das ist auch der Hafen. This must be the marina. Gehen wir doch mal hinein. Excuse me, I need to book passage to the Southland. Where's your money? I have a writ from the king. Where is it? Irgendwie wirkt die ein bisschen zickig und das liegt nicht an ihrer Haarfarbe. That's the last cretin who bothered me. Wow, okay. Watch it. Okay, also nicht anfassen. Nicht anfassen. Ich hab verstanden. Sonst ende ich hier an der Wand. Is this net for sale? Not to you. Na, danke. Didn't your mother teach you any manners? Ich kenne meine Mutter nicht mal. Didn't your mother teach you any manners? Didn't your mother teach you any manners? Kann ich sonst noch irgendwas anderes machen? I suppose you'll want to steer the boat too. Naja, warum nicht? Ich kann das bestimmt. Ich habe so viele versteckte Talente. Geben wir den Passierschein und enden diese Farce. Well then, hurry and get on the boat. Das S steht für Südland. Denke ich mal. Ja, und es hat sich nicht nur die Farbe des Waldes geändert, sondern auch die Musik. Und die ist verdammt fröhlich. Wir sind nun vom Nordlandwald in den Südlandwald gekommen, der ja, um einiges größer ist als der Nordlandwald und außerdem ja, einige starke Gegner bereithält. Aber diese Gegner werden wir uns erst in der nächsten Ausgabe von Let's Play Lands of Lore, The Throne of Chaos angucken. Ich hoffe, ich konnte euch für das Spiel begeistern in diesen ersten zwei Videos und ihr werdet beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Auch für meine zukünftigen Videos gilt natürlich anschauen, freuen und kommentieren. Seid aktiv mit dabei, es würde mich freuen. Und denkt auch immer daran, I want you for an adventure. Tut mir leid, Kieran, du musst noch auf deinen Einsatz warten.